Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich begrüße euch sehr herzlich in der Ibn Rushd Goethe Moschee zum heutigen Freitagsgebet. Heute ist der 1.1.2021. Welch trefflicher Tag zur Sammlung oder zu einem Sammelsurium von Gedanken und Selbstverständlichkeiten zum Jahreswechsel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Betrachte die Sonne und ihre strahlende Helle und den Mond, wie er die Sonne widerspiegelt. Betrachte den Tag, wie er die Welt offenbart und die Nacht, wie sie finster verhüllt. Betrachte den Himmel und seine wunderbare Erbauung und die Erde und all ihre Weite. Betrachte das menschliche Selbst und wie es in Übereinstimmung mit dem geformt ist, was es sein soll und wie es erfüllt ist von moralischen Schwächen, wie auch im Bewusstsein von Gott. Einen glückseligen Zustand wird für wahr erlangen, wer dieses Selbst an Reinheit wachsen lässt. Und wahrhaft verloren ist, wer es in Finsternis vergräbt. Es ist vorbei. Das Alte ist vorbei, das Neue nicht im Werden. Nein, es ist schon da. Die Bewegungen Muslims for Progressive Values, liberaler Islam, Islam der Barmherzigkeit, diese Bewegungen sind nicht im Kommen, sie sind schon da. Es sind nicht Bewegungen, die das Verständnis des Islam verändern wollen, sie haben es schon verändert. Sie sind streng genommen auch keine Bewegungen mehr, sondern etablierter Ausdruck muslimischen Selbstverständnisses. Nicht den Islam haben sie verändert, das hat der Islam nicht nötig. Dafür hat Gott gesorgt. Nicht seine Inhalte, sondern am ehesten vielleicht die Fokussierung oder die Interpretation. Der Koran ist so offen und interpretierbar gehalten, dass er für jede Gesellschaft Relevanz entfaltet und für alle gesellschaftlichen Schichten und Denker etwas zu sagen hat bezüglich einer sinnvollen Lebensweise in Gottes Angesicht. Und das, was er sagt, ist eben nicht klar und eindeutig, sondern bedarf durchaus der Interpretation. Warum sonst haben sich hunderte Islamgelehrter, Männer wie Frauen, mit Worten auseinandergesetzt, die kein Mensch wirklich verstehen kann? Mit Sprüchen und Geschichten, die den Koran ergänzen und mit Innovationen, die sie als fremd empfanden und deren Sammlungen sie ob ihres Unverständnisses beiseite schoben. Noch einmal zur Klarheit. Gelehrte haben sich mit Worten auseinandergesetzt, die kein Mensch verstehen kann? Jeder arabische Muttersprachler weiß, dass es zahlreiche Wörter im Koran gibt, die man nicht ins Deutsche übersetzen kann, weil man nicht einmal die genaue Bedeutung im arabischen Original versteht. Jede Übersetzung ist Interpretation, im Koran noch um ein Vielfaches mehr als in anderen literarischen Werken. Vers 4,34: Seit den Anfängen des Islam stritten sie darüber, was denn mit Darabihinna gemeint sein soll. Heute winden sich die modernen Gelehrten und erzählen etwas von symbolischen Schlagen mit einer Zahnbürste und kommen auf alle möglichen Gedanken, was denn gemeint sein könne mit »Schlagt sie, eure Ehefrauen«, wenn denn die Übersetzung stimmt, was ich bezweifle. Ganze Khutbas wurden geschrieben über das eine Wort »Schlagt sie«, weil es da scheinbar steht, aber Mohammed, alaihissalatu salam, unser Idol an Barmherzigkeit und Umsicht, gesagt hat »Schlagt sie nicht«. Manche kommen tatsächlich immer noch zu dem dreisten Schluss, dass man seine Ehefrau deshalb schlagen dürfe. Welches Recht nehmen sich Menschen im 21. Jahrhundert heraus, andere zu unterdrücken, zu verunglimpfen, auszulachen? Ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Gefangenen, ihre Geflüchteten, ihre Dicken, ihre Alten, ihre Ungebildeten, ihre Mitmenschen mit diverser sexueller Orientierung, ihre Mitmenschen mit dunklerer Haut, Menschen wie sie selbst. Welches Alte will da noch gehört werden in einer neuen Welt? Es kann doch nur so sein, wenn da steht, dass alle Menschen vor Gott gleich sind und von Gott gleichermaßen geliebt werden, dann kann ich sie nicht schlagen, darf ich sie nicht unterdrücken, haben sie dieselben Rechte wie ich. Wenn ich dann etwas lese, was dem widerspricht, habe ich das offensichtlich falsch verstanden. Geschlagen, unterdrückt, verunglimpft, verlacht, das ist nicht mehr erlaubt. Nie und nirgends. Das Alte ist vorbei, das Neue nicht im Werden. Es ist schon da. Und die beiseite geschobenen Innovationen? Ach,
Frauen predigen in den heiligen Hallen der ehrwürdigen Männer, die ihnen allen Ernstes erklären, dass sie nichts zu sagen hätten und sich ihr Platz in den hinteren Reihen befände. Nicht einmal kritisieren dürfen wir sie. Wenn ein Mann bemerkt, dass ein Imam einen Fehler macht, solle er sagen, Subhanallah. Wenn eine Frau den Fehler eines Imams bemerkt, solle sie in die Hände klatschen. Ursprünglich stand in meinem Skript, ist sie ein Affe? Doch das fand ich dann zu grob, weil es die historische Perspektive missachtet und jenen Menschen nicht gerecht wird, die durchaus Männer und Frauen als gleichermaßen schätzen. Aber darf man unsere Stimme immer noch nicht überall hören? Als ich begann, in der Moschee zum Gebet zu rufen, kamen die Reporter und fragten mich, wie es sich denn anfühle, als Frau in eine Männerdomäne einzudringen. Ich hatte es gar nicht bemerkt. Wenn ich zum Adhan rufe oder den Adhan rufe, denke ich niemals darüber nach, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Ich rufe zum Gebet. Mein Schwiegersohn wird Krankenpfleger, Pflegefachkraft, eine ehemalige Frauendomäne. Die Tochter einer Freundin ist Feuerwehrfrau. Männerdomänen und Frauendomänen haben sich in der Gesellschaft längst aufgehoben. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Recht auf individuell gelebten Konservatismus. Ich habe 6 Kinder, weil ich als junge Frau ein sehr konservatives Frauenbild hegte. Ich war zu Hause und habe mich ordentlich um den Haushalt gekümmert und die Kinder versorgt. Dabei habe ich nebenbei bemerkt, eine recht schwere Depression entwickelt, weil ich es ziemlich schrecklich fand. Insbesondere keine Ruhe zum Lesen eines anständigen Buches zu finden, fand ich schwierig. Ich habe noch nie gerne gekocht und mein Kuchen schmeckt nicht. Aber es gibt ja Menschen, die das genießen und für sich und ihre Familien genauso wünschen. Oft beneide ich sie dafür. Als mein 4. Kind 1 Jahr alt war und mir mit seinen tapsigen Schritten in die Arme laufen wollte, drehte es in der Mitte des Weges um und lief zurück zu seinem Ausgangspunkt. Da hockte ich, Mutter mit ausgestreckten Armen, auf ihr Kind wartend, und es durchfuhr mich wie ein Blitz, ein Schlüsselmoment. Deine Kinder gehen irgendwann, dachte ich. Sie gehen in Ausbildung, Studium, Beruf, ins Ausland. Und du? Es war diese kleine Bewegung eines einjährigen Mädchens in einem roten Kleidchen und einer weißen Strumpfhose, die dafür sorgte, dass ich mein Abi nachholte und studierte. Das Alte war vorbei, das Neue schon bald da. Wer aber da bleiben möchte, bei diesem Bild, bei dieser Familie, in dieser Rolle, der darf das mit Selbstverständlichkeit und darf es gerne. Aber er darf es nicht müssen, darf nicht dazu verpflichtet werden, weil die, die sich jede Rolle aussuchen können, den anderen keine Vielfalt gestatten. Statt uns als muslimische Gemeinschaft in immer denselben Themen zu verheddern und auch dieses Jahr wieder darüber auseinanderzusetzen, ob denn die eine oder andere Weise, den Islam zu leben, die einzig richtige sei, Schia, Sunna, konservativ, liberal, Ahmedia, Frauen mit Männern, Männer alleine, Homosexualität, sollten wir diesen Streit jetzt endlich beiseite legen. Es ist vorbei. Das Thema hat sich längst überlebt und es gibt Wichtigeres zu tun und zu besprechen. Das Alte ist nicht mehr, das Neue längst nicht mehr im Werden. Es ist schon da. Das Neue hat einen Namen und ist zugleich ein Urgestein. Es ist der Islam der Barmherzigkeit, der Islam der Mitmenschlichkeit, die Religion der gegenseitigen Wertschätzung, der Gleichberechtigung aller Menschen, der Menschenrechte, der Offenheit, des Verstandes und der selbstbewussten und selbstverantwortlichen Auseinandersetzung mit den Schriften und ihren Inhalten. Im 21. Jahrhundert kann eine Religion nicht mehr der Unterdrückung dienen, ihre Anhänger sich nicht mehr als Kraftprotze gebieren, sondern sie muss im Dienste der Schaffung einer friedvollen Gesellschaft und individueller Freiheit stehen. Auch Kinder können heute mit Offenheit und Freiheit gut erzogen werden, ohne dass das hieße, alles sei erlaubt. Wir wissen schon, dass Unterdrückung ein moralisch inakzeptables, überlebtes Konzept menschlichen Zusammenlebens ist. Dazu braucht es keine Khutba. Wir brauchen nicht so zu tun, als wäre die Anerkennung zivilisatorischer Errungenschaften etwas Großartiges. Es handelt sich um Selbstverständlichkeiten. Das Alte, die Sklaverei, Kolonialisierung, Kriege als Fortsetzung der Mittel der Politik, erkennen wir doch längst als falschen Weg. Lasst uns nicht zurückgehen, sondern nach vorne schauen.
Sollen wir immer wieder das Selbstverständliche nennen und predigen? Immer wieder zum Beispiel sagen, dass in der Musik nicht der Teufel wohnt, sondern ein heilender Segen. Aber wer sie nicht hören möchte, sie nicht zu hören braucht. Sollen wir immer wieder sagen, dass wir mit dem Zeichnen eines Bildes nicht Blasphemie betreiben, sondern unserer unzügelbaren Gottgeschenkten Freude Ausdruck verleihen oder dem Bedürfnis folgen oder unser Inneres darzustellen, weil wir soziale Wesen sind. Aber wer keine Bilder mag, braucht sie sich nicht an die Wand zu hängen. Sollen wir immer wieder sagen, dass der Weihnachtsbaum kein Symbol menschlicher Sündhaftigkeit ist, sondern ein Zeichen gelebter Symbolkultur? Sollen wir wirklich noch einmal predigen, dass Männer und Frauen im 21. Jahrhundert selbstverständlich dieselben Rechte haben? Wir haben die Chutbas 1000-mal gehört. Das Alte ist vorbei. Das Neue ist längst angekommen. 2021 ist das Jahr nach der vollkommenen Zahl 2020, das für die Menschen ein unerwartet schwieriges Jahr war. 2021, es ist die Eins. Das Neue ist jetzt hier, unter uns. Wir brauchen uns nicht länger dagegen zu sträuben, sondern können es mit Freude umarmen. Es wird, inshallah, ein gutes Jahr. Nicht nur für ein Virus, sondern auch für uns Menschen. Und was machen wir mit der Pandemie, die uns am alten Jahr festkleben lassen will und suggeriert, dass diesmal nichts Neues beginnt, das Alte einfach weitergeht? Wenn wir es bis jetzt noch nicht getan haben, so ist nun der Moment, unsere ganz persönlichen, individuellen Ressourcen zu aktivieren und uns zu erneuern. Ressourcen sind Sourcen, also Quellen, die sich, das steckt in der lateinischen Vorsilbe re, wieder, zurückbeziehen lassen auf den Menschen. Ressourcen sind also innere Quellen, aus denen ein Mensch seine Kraft und sein Selbstwertgefühl bezieht. Worin liegen unsere inneren Kräfte? Worauf können wir uns stützen, wenn uns das Alte überwinden will? Wie bleiben wir kraftvoll und lebensfroh oder werden es? Es sind zum Beispiel unsere tragfähigen Beziehungen, solche, die nicht bei jeder Verstimmung weglaufen, sondern uns aushalten und mit uns bleiben. Sie zu pflegen, ist gut für uns. Erfahrungen von Selbstwirksamkeit sind gut für uns. Was ist mein Talent? Wo kann ich wirken? Worin bilde ich mich gerne und werde so ein vollständigerer Mensch? Physische Merkmale sind Ressourcen, Kraft, Stärke, Ausdauer. Auch das Lesen, das Malen, das Musikspielen, der Spaziergang, das achtsame Teetrinken, also der sogenannte sinnlose Zeitvertreib, bei dem man sich eins fühlt mit sich selbst und mit Gott, stärkt uns in unserem Sein. Eine Ressource, also innere Kraft, die uns das Leben meistern lässt, eine Ressource ganz besonderer Art, ist die feste Verwurzelung in einem Glaubenssystem, das die Gewissheit in sich trägt, dass es etwas Größeres, Allumfassendes gibt und dass dieses Größere Teil einer spirituellen Ordnung ist, die uns gnädig ist und uns nicht verlässt. Wir nennen das Gott. Eine unserer wichtigsten Ressourcen ist unser Iman, unser Vertrauen in das göttliche Element und dessen Weisheit und unser Vertrauen darin, dass das Neue Gutes bringt. Eine Ressource, die wir aktivieren können, wenn wir uns ein wenig Mühe geben, ist die Dankbarkeit. Sie hat großes Potenzial für unsere Heilung und für das Finden von Frieden. Zunächst gilt es zu sortieren, was denn wichtig ist. Was zählt im Leben? Am liebsten möchte ich es gar nicht sagen, weil es doch jeder schon weiß. Was zählt immer noch und immer wieder neu? Dass kein Kind hungert, das zählt. Dass sich keine Mutter sorgen muss, wo sie, kein Vater sorgen muss, wo er und ihre Kinder heute Nacht warm und sicher schlafen, das zählt. Dass Geflüchteten nicht die Zelte verbrannt werden, das zählt. Und auch das zählt, dass beispielsweise Suchtkranke nach der Entgiftung nicht wochenlang auf einen Therapieplatz warten müssen. Und dass man eine Maske trägt, damit ein anderer nicht schwer erkrankt. Das zählt. Und noch so vieles, vieles mehr. Und wofür sind wir dankbar? Die Blume am Wegrand, ein Gänseblümchen vielleicht. Es zählt dazu. Der Mond, der mit der Erde wandert und sich in seinen vielen Formen zeigt. Immer ist er da, unvergänglich, uns begleitend. Derselbe Mond für dich, für mich, für deine Lieben und für meine Lieben, wo immer sie sind. Mal als Sichel,
mal vollkommen in seiner ganzen hellen Schönheit und Verlässlichkeit erstrahlend. Er zählt. Die Erde mit ihren tausend Geschichten von Liebe und Lachen, die sie uns erzählen kann, wenn wir ihr zuhören. Und mit jenen Geschichten, die uns unendlich traurig machen. Sie zählt. Gott zählt, der das Universum geschaffen hat und das Universum ist. Der uns geschaffen hat und in uns ist und uns zu sich nimmt, wenn die Zeit gekommen ist, aber bis dahin eine gute Frist gewährt. Gott zählt. Und du zählst. Wer das Alte noch nicht verabschiedet hat, der tue es jetzt. Das Neue ist in der Nacht geworden, nun ist es da. Die Gleichberechtigung, Freiheit, Freude, die Tapferkeit, die Ausdauer und der Mut, die Freundlichkeit und das Verzeihen. Jahre richten sich nicht nach Kalendern, so ist der heutige Tag im Grunde nichts anderes als jeder andere Tag. Dennoch sei es gesagt, um uns daran zu erinnern, dass in allen Kreisläufen, in all dem immer Wiederkehrenden, auch immer wieder etwas Neues entsteht. Das Alte gibt uns manchmal Halt und eine sichere Basis, doch das Neue bringt Freude und Lust am Leben. Es ist schon da und wartet auf Einlass. Laden wir es ein. Wie auch immer wir es nennen möchten, 2021 nach unserer Zeitrechnung oder nach Christus oder 1442 nach der Hijra, dann natürlich mit einem neuen, anderen Neujahrstag. Ich wünsche uns allen ein wunderschönes neues Jahr.